Herzlich willkommen im Freilichtmuseum Roscheider Hof. Heute möchte ich Ihnen unseren neuen Lift vorstellen. Der hat Jahre in der Planung gedauert, monatelang in der Realisierung gedauert und jetzt endlich funktioniert er und wir freuen uns, dass auch etwas bewegungseingeschränkte Personen jetzt viel leichter in unser erstes Ausstellungsgeschoss kommen. Und was auch hilft, ist eine Pflasterung, die am Eingang beginnt und dann zum Lift und zu den Eingängen des Ausstellungsgebäudes führt. Wenn Sie sich wundern, dass wir einen Lift haben, der hier holzverkleidet ist, das war eine Auflage des Denkmalschutzes. Wir hätten das Ding eigentlich lieber Alu verkleidet, richtig als modernes Gebäude, aber das ging nicht. Der Denkmalschutz wollte ursprünglich gerne einen Glaslift, hätte ich unheimlich cool gefunden. Nur das Problem ist, der musste 2 bis 3 Mal im Jahr von einer Spezialfirma reinigen lassen und das passt nicht ganz zu unserem Museumsetat, was das kostet. Und noch schlimmer, es gibt Menschen mit Höhenangst. Die haben einfach Angst, in einem Lift zu fahren, der so nach allen Seiten offen ist. Und was haben wir in letzter Zeit sonst noch so gemacht? Ein paar Veranstaltungen, Bauerntag, Keltertag, lebende Geschichte, Spätmittelalter mit Musikern, Kanonen und vielen Handwerkern. Und dann haben wir noch viel renoviert, wie zum Beispiel unseren Kran im Innenhof. Auch das Eingangstor des Innenhofs wurde ganz neu gestrichen. Und dann noch ein paar Renovierungsarbeiten im Hunsrückweiler. Und dann gehen wir jetzt hin. Im Hunsrückweiler sind wir dabei, unsere Häuser eins nach dem anderen zu renovieren. Hier das Schulhaus, das von außen mal unbedingt wieder renoviert werden musste. Und hier sieht man auch den Gegensatz zwischen detailgetreuer Rekonstruktion und optimaler Erhaltung. Früher hatten diese Häuser keine Regenrinnen. Und wenn man keine Regenrinne hat, dann platscht das Wasser halt runter und geht unten auf die Balken. Das Spritzwasser macht die Balken morsch und man muss die wieder austauschen. Und ja, irgendwie kommt man dazu, macht man lieber eine Regenrinne hin, dann hat man Ruhe. Und so aufwendig ist sie ja eigentlich auch nicht.